herzlich willkommen zu meinem 5. YouTube-Video hier von Gran Canaria, unserer gemeinsamen Lieblingsinsel im Atlantischen Ozean. Ich befinde mich jetzt in Maspalomas, genauer gesagt in Meloneras, am Leuchtturm Faro Maspalomas. Ja, im heutigen Video werde ich euch die Gegend etwas zeigen, ich werde euch schöne Orte zeigen, meine Lieblingslocations und so weiter und so fort. Ich hoffe, dieses Video wird euch etwas gefallen. Und in diesem Zusammenhang herzlichen Dank auch für viele tausend Aufrufe, die die ersten Videos hatten. Ich bin total überrascht und solange euch die Videos interessieren, mache ich das sehr, sehr gerne auch weiter. Ja, ihr Lieben, wir starten, wir gehen unsere Runde und ich zeige euch Meloneras. Auf geht's, viel Spaß. Eine absolute Lieblingslocation von mir ist die Blue Merlin Ibiza Sky Lounge und die befindet sich direkt hier oben auf der Dachterrasse, auf der Roof Terrace vom Faro Hotel hier in Maspalomas, direkt neben dem Leuchtturm. Finde ich total cool, haben die vor vielleicht einem Jahr eröffnet oder einem halben Jahr, ich bin mir da nicht ganz sicher. Es ist richtig schön, da fährt jetzt gerade der Aufzug hoch, das heißt, auch Nicht-Hotelgäste können dort hoch, das wissen viele gar nicht. Dort spielt ein DJ, dort kann man essen, es gibt ein Restaurant und einfach eine unfassbar coole Aussicht von dort oben auf das Meer und die Dünen von Maspalomas. Also wer da noch nicht war, macht das unbedingt mal, das ist wirklich richtig cool. Dann gehen wir mal weiter und ich zeige euch mal den Leuchtturm, denn da ist es jetzt etwas abgesperrt ringsherum, weil, wie gesagt, er wird renoviert, oben das Leuchtfeuer wird neu gemacht. Und im Leuchtturm gibt es ein Museum, ein kleines Museum. Und zwar Centro Etnografico, Faro Maspalomas, Turismo Gran Canaria. Der Eintritt ist frei. Hier kann man auch raufgehen und zwar auf die Terrasse von diesem Dach, was ihr hier seht. Ganz nach oben kann man nicht auf den Leuchtturm, das geht nicht. Ja? Das haben die auch vor ein paar Jahren erneuert und sieht richtig schön aus drin. Es lohnt sich, da wirklich mal reinzuschauen. Also macht das gerne mal. Thank you.
Ja, und wie fast immer auf unserer Insel grünt es und blüht es, soweit das Auge reicht. Auch hier, schaut mal, wie schön die Bougainvilleas. Die gibt es ja nur in verschiedenen Farben und ich finde das echt spitze. Ich bin ja ein Pflanzenjunkie. Gott sei Dank kein Drogenjunkie, aber ein Pflanzenjunkie. Und ich liebe das einfach, ja. Das macht es einfach gemütlich und schafft eine schöne Atmosphäre. Genau, oder auch hier die Flamboyane, die Flammbäume. Sie heißen es deshalb, weil sie so ganz rot blühen. Der ist schon etwas abgeblüht, aber schaut mal diesen Baum hier vorne an. Das ist doch super, oder? Ich liebe sie einfach. Die schneidet man hin und wieder und die wachsen wieder nach. Das ist der Wahnsinn, ja. Das geht ganz schnell. Treiben die wieder aus und schaut euch diese Blüten an. Ich habe es, glaube ich, in dem Pleite Inglis Video auch schon gezeigt. Richtig schön. Und hier kann man Buggies buchen und Mietwagen und alles Mögliche. Alles da, sagt er. Genau. So. Ja, da darf man jetzt nicht rein. Das ist kein Pool zum Baden. Das ist, soll einfach schön ausschauen. Und darum hat man so einen Wasserbasson hier gemacht. Okay. Und jetzt gehen wir gemeinsam an den Strand. Wer noch eine Louis Vuitton Handtasche, Christian Dior, Prada, Gucci und so weiter kaufen möchte, am Strand gibt es hier alles. Keine langen Wartezeiten wie vor den Geschäften in Madrid, München oder sonst wo auf der Welt. Hier kann man direkt zugreifen zu fairen Preisen. Ja? Also ich muss mal sagen, ich staune schon ein bisschen. Das ist ja verboten, ist ja klar. Und, aber es wird einfach geduldet, so wie ich das sehe. Und ich vermute, das hängt damit zusammen, dass man sich sagt, ja, wenn man den Leuten diese Einnahmequelle wegnimmt, was passiert dann? Was passiert dann? Wie kommen die Leute an ihr Geld? Und deswegen denke ich, duldet man das und ja, die Leute kaufen das Zeug ja auch. Jeder so, wie er will. Ja, wie gesagt, herrliches Strandwetter. Wir haben jetzt gerade Ebbe. Gestern Abend war ich hier spazieren am Strand. Ich bin ein bisschen auf Diät und bin hier lange gelaufen gestern. Und da hatten wir Flut. Also, ja, Hochwasser ist natürlich das falsche Wort. Also, da hatten wir zumindest das Wasser etwas höher stehen. Ich denke mal so anderthalb, zwei Meter. Zwei Meter vielleicht. Anderthalb Meter ist der Höhenunterschied zwischen Ebbe und Flut. Ach so, und hier im Übrigen das Restaurant Palo Cortado. Eines meiner Lieblingsrestaurants. Finde ich ganz cool, ganz toll. Kann man das auch ruhig erwähnen. Richtig stylisch, Palo Cortado. Das gibt es in Malaga, in Marbella und auch in Meloneras. Ganz tolles Ambiente. Ich muss hier weg, weil hier läuft Musik. Und wenn die Musik läuft, dann wird YouTube das erkennen und lässt das Video nicht zu. Urheberrecht, klar. Auch richtig cool, die Beachbar, die hier vorne vor dem strandseitig quasi vor dem Palo Cortado ist. Eine richtig coole Beachbar. Ist ganz super, ich zeige euch das mal eben. Es ist noch recht ruhig. Wir sind noch relativ früh am Nachmittag, aber oder am Vormittag fast. Wie denn nun? Ja, Mittag ist es, Mittagszeit. So, schaut mal. Ist das cool, da stehen die Stühle quasi im Sand. Super, oder? Also mir gefällt das richtig gut. Auch hier muss ich weg wegen der Musik. Auf geht's. El Senador, eines der ersten Lokale wahrscheinlich hier unten an der Promenade. Und ja, sehr, sehr lecker mit Beachclub, direkt die Stühle hier vorne am Meer.
gedeckten Tische. Es ist voll am Strand. Es ist Wochenende. Heute ist Samstag. Ich gucke ja immer, wann ich so die Videos drehe, wann ich Zeit dazu habe. Ich habe ja nicht immer Zeit. Und deshalb bin ich jetzt gerade hier unterwegs. Ja, die Leute sitzen hier, genießen das schöne Wetter. In dem kleinen Shoppingcenter Oasis, so heißt das hier vorne, mit der Strandapotheke. Ja, eine berüchtigte Bar. Seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten gibt es diese Bar schon. Und ja, die ehemalige Inhaberin ist leider verstorben. Das ist sehr traurig. Aber sie funktioniert nach wie vor fantastisch. Jetzt hat die Bar neue Eigentümer gefunden. Hier vorne, direkt an den Dünen, befindet sich La Chaca, ein kleiner Teich aus Brackwasser, würde ich sagen, also mit recht geringem Salzgehalt, gehört zum Naturschutzgebiet und ist ja die Heimat vieler Vögel. Deshalb, es darf hier auch nicht geangelt werden. Es gibt auch Fische, es darf nicht geangelt werden. Da stehen überall Schilder. Hier ist Naturschutzgebiet. Und wenn es extrem regnet in den Bergen, wir sehen jetzt da hinten ein paar Wolken über den Bergen, aber bis da mal Wasser runterkommt, das ist sehr selten. Leider zu selten, es müsste öfter regnen. Aber das Problem ist ja überall bekannt. Und wenn es richtig regnet in den Bergen und die Stauseen voll sind, die laufen dann irgendwann über, beziehungsweise läuft das Wasser ab. Und es mündet hier durch den Barranco in diesen kleinen Teich. Und wenn er voll ist, bricht es durch und es läuft ins Meer quasi ab. Zum letzten Mal war es der Fall, ich meine im September letzten Jahres, hat es extrem geregnet. Auch gut so. Und da waren die voll. Die Stauseen waren voll. Im Allgäuistal und eben auch hier der La Chaca. Genau, Cowgirl. Ja, natürlich die Immobilien, die ihr vorne seht, die sind natürlich super teuer, wird gerade renoviert, hier gibt es neue Fenster oder wie auch immer. Also da ist was los, da kostet ein Quadratmeter schon mal 10.000 Euro hier vorne, das ist keine Seltenheit. Ja, überall die fliegenden Händler, hatten wir vorhin schon gesehen, gehört dazu. Und wer eine Mütze vergessen hat, hier spazieren geht, weil heute, ich merke es auch gerade auf meinem Kopf, 27 Grad, die Sonne knallt, kann man sich schon mal weiterhelfen. Ja, ich höre die Vögel dort hinten, das ist einfach schön hier. Auch abends, wenn man geht, keine Touristen mehr da sind, ist das sowas von herrlich. Im Übrigen, die Insel hat
800.000 Einwohner. Wovon knapp 400.000 in Las Palmas leben, in der Hauptstadt. Eine tolle Stadt, eine quirlige Stadt, Universitätsstadt, viele junge Leute. Da ist was los. Ich mag Las Palmas sehr gerne. Es gibt einen tollen Strand, den Las Canteras-Strand, den Stadtstrand. Das lohnt sich wirklich, da mal hinzufahren. Mit dem Auto fährt man einfach eine halbe Stunde, 40 Minuten von Maspalomas, Playa de Lingles. Mit dem Bus etwas länger und lohnt sich absolut. Tolle Stadt. Auf unserer kleinen Insel. Durchmesser etwa 50 Kilometer. Mehr nicht. 50 Kilometer. Und der höchste Punkt ist der Pico de las Nieves. Fast 2000 Meter. Viele meinen, es ist der Roque Nublo. Nein, den gibt es auch, aber das ist nicht der höchste Punkt. Aber ich will nicht klugscheißern, die sind etwa gleich hoch. Auf jeden Fall ist der Pico de las Nieves etwas höher. Müsst ihr mal googeln, keine Ahnung. Ja, Aqualand sehe ich gerade. Werbung hier vom Aqualand. Also es gibt einen Wasserpark. Der existiert schon auf Gran Canaria und es gibt einen, der soll gebaut werden. Darauf wird lange gestritten. Ich hoffe, er kommt. Die neue Regierung, die jetzt gewählt werden soll, wir hatten im Wahlprogramm auf jeden Fall diesen Wasserpark endlich zuzulassen, zu unterstützen und Gas zu geben, dass das Ding kommt mit einem Investitionsvolumen. Ich meine, gelesen zu haben, 160 Millionen Euro, 100 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Also das brauchen wir hier einfach. Und ich glaube, er kommt. Ich bin nach wie vor, ich habe immer gesagt, er kommt und er wird auch kommen. Die Familie Kiesling, eine deutsche Familie, denen auch der Loro-Park auf den Riffer gehört und der Siam-Park und Hotels und so. Die haben schon viel Geld für das Grundstück bezahlt, viel Geld in die Projekte investiert und ich bin überzeugt, das wird kommen. Ja, hier gibt es Rasta-Zöpfe. Genau. Und deshalb bin ich optimistisch, dass das immer weitergeht hier auf Gran Canaria. Die Leute lieben die Insel, ich liebe sie auch. Und was schon fast erschreckend ist, und auch wenn wir davon in gewisser Hinsicht profitieren, finde ich es wirklich erschreckend und traurig, dass mich immer mehr Menschen anrufen. Ah, jetzt habe ich kurz aufs Mikro geschaut, deswegen, ich wusste nicht, ob es an war. Und deswegen war kurz Funkstille. Also, was mich wirklich erschreckt und traurig macht, ist, dass mich jeden Tag Leute anrufen, mir schreiben, per Mail, WhatsApp, wie auch immer, und sagen, wir wollen nur noch weg aus Deutschland, wir haben die Nase voll, es ist alles so nervig, wir wollen da nicht mehr sein, wir wollen auswandern. Es ist wirklich verrückt und die Stimmung scheint irgendwie nicht gut zu sein aufgrund der Gesamtsituation. Ich meine, ich verfolge das ja auch mit den Wahlen und, ja, und der neuen Regierung. Katastrophal, also unfassbar. In Spanien läuft nicht besser, will ich gleich hinzufügen, aber die Stimmung ist einfach so und die Leute sagen mir das permanent. Und suchen nach Wohnungen händeringend zur Langzeitmiete, zur Überwinterung. Und es gibt immer weniger, weil die Nachfrage extrem groß ist. Ja, auch bei Kaufobjekten. Also auch da wird viel gesucht, gekauft, nachgefragt. Denn in Deutschland sind die Märkte so ziemlich eingebrochen, wie ich das mitbekommen habe. Aufgrund der Zinssituation. Die meisten Leute, die hier kaufen, finanzieren nicht. Und deshalb haben wir keine Schwierigkeiten, unsere Immobilien an den Mann zu bringen, an die Frau. Insofern sie natürlich ja, vom Preis auch marktüblich angeboten werden und alles stimmt, dann passt das. Hier bin ich jetzt gerade vor dem Restaurant Samsara. Richtig cooles Restaurant, Samsara. Schaut da gerne mal rein, da geht es hier die Treppe nach oben, darunter ist das Times. Ein Italiener kann ich ebenfalls empfehlen, also dort ist das Times und da die Treppe nach oben geht's ins Samsara. Futuristische Küche, eher thailändisch oder asiatisch angehaucht. Total cooler Style innen drin der Laden. Also das ist echt super, ja? Mach das mal. Ich werde im Übrigen ein zweites Video über Meloneras drehen, aus dem einfachen Grund. Meloneras ist relativ groß und im zweiten Video wird es verstärkt um Immobilien gehen. Da werde ich auch in einer Anlage sein. Wir werden uns ein paar Häuser anschauen. Und das kommt im zweiten Video. Und auch die andere Seite von Meloneras wird dann zu sehen sein. Hier geradezu ist das Palm Beach Hotel. Deutscher Eigentümer Hermann Gerlach, oder Gerland Gerlach. Der hat das Hotel gebaut, eines der ersten Hotels hier. 5-Sterne-Hotel.
sehr gepflegt, sehr schön. Und ja, so eine Nacht im November kostet da um die 2200 Euro pro Person. Samsara und Times zu empfehlen. Ja, und in den Bäumen sitzen die grünen Papageien, Wellensittiche, die unzertrennlichen, sagt man, glaube ich. Total schön, ich höre sie hier zwitschern. Ich weiß nicht, ob ihr das über das Außenmikrofon, über das externe Mikrofon besser gesagt, hören könnt. Externe Mikrofon, nicht Außenmikrofon. Ja, wenn ich mich manchmal verquassele, liegt das nicht immer an meiner Unfähigkeit, sondern manchmal, weil irgendwas gerade passiert, weil die Kamera spinnt oder irgendwas nicht so ist, wie ich es mir vorstelle, dann bin ich etwas abgelenkt. So war es auch gerade. Ist es nicht schön? Der Palmgarten vom Rio Oasis. Traumhaft, oder? Traumhaft. Schaut mal. Richtig schön, da gab es auch mal Debatten, soll der Park öffentlich gemacht werden? Ich bin der Meinung, besser nicht, ansonsten wird er sicherlich nicht so schön bleiben. Ja, die Papageien, die zwitschern hier oben. Toll! Jetzt gehen wir noch mal hier vorne am Grand Costa Meloneras vorbei. Grand Residencia, so heißt es. Grand Residencia. Ebenfalls zugehörig der Seaside Group, wie auch das Palm Beach Hotel. Das Grand Residencia ist eines der teuersten Hotels, würde ich sagen. Mindestens mal im Süden der Insel. Und wenn nicht sogar auf der gesamten Insel. Also das ist das Eden, das gehört jetzt nicht zum Seaside, zum Grand Residencia dazu. Es befindet sich daneben. Und jetzt kommen wir gleich zum Grand Residencia. Dort kostet, ich habe mal geschaut, eine Nacht liegt da bei, Entschuldigung, nicht eine Nacht, eine Woche liegt da bei 4.500 Euro ungefähr mit Frühstück in einem normalen Doppelzimmer. 4.500 Euro. Ja, Bruce Springsteen, Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer, alles Gäste, ehemalige Gäste dieses Hotels, Grand Hotel Residencia. Also wer den Luxus mag und möchte, ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Ein ganz beschauliches Hotel, nicht zu groß. Absolut zu empfehlen. Und hier vorne komme ich jetzt zum Busbahnhof in Meloneras. Übrigens unser Busnetz hier auf der Insel wirklich fantastisch, super ausgebaut. Ich fahre relativ selten Bus, weil wir auch ein Auto haben, aber ich höre es immer wieder und sehe es auch, wie viele Busse hier fahren. Sie sind pünktlich, es ist relativ preiswert und das lohnt sich. Es gibt auch Rabattaktion mitunter. Da muss man sich mal erkundigen auf der Webseite. Also nicht Rabattaktionen, das sind vielmehr Angebote für Rentner zum Beispiel, ja, die dann einfach vergünstigte Fahrpreise angeboten bekommen, für Residenten und so weiter. Das muss man sich einfach mal auf der Webseite anschauen. Ich hörte davon, aber dadurch, dass ich keinen Bus fahre, bin ich da nicht so sehr im Thema. Ja, und jetzt befinde ich mich hier am Haupteingang des sehr schönen
Hotels Grand Costa Meloneras, welches auch zur Lopezan-Gruppe gehört. Und ja, die Lopezan-Gruppe gibt es seit den 70er Jahren hier auf Gran Canaria. Ich glaube, 72 oder 74 haben die sich gegründet und haben inzwischen eine Menge Hotels hier auf Gran Canaria und überall auf der Welt, will ich nicht sagen, aber soweit ich weiß, in Deutschland, Österreich, in der Dominikanischen Republik haben die viele Hotels. Ich glaube, 20 sind es insgesamt, habe ich lesen können, mit 15.000 Betten und ca. 4.000 Mitarbeitern. Also eine kleine Erfolgsgeschichte, was sich hier auf Gran Canaria entwickelt hat. Und ja, es soll eines der größten Strandhotels Europas sein, das Grand Costa Meloneras. Wunderschön, mit einem riesen Poolbereich. Ja, und die Nacht liegt hier ungefähr, also was heißt die Nacht? Ich habe mal geschaut, was eine Woche kostet. Ich werde das auch mit anderen Hotels hier unten noch so ein bisschen vergleichen. Eine Woche kostet im Costa Melonera so um die 2.000, 2.200 Euro mit Frühstück. Und da hatte ich mir mal die Kalenderwoche rausgesucht. Ich meine 15.11. bis 22.11., also schon in der Wintersaison. Ja, und den Hotelgästen sowie auch den Urlaubern, die hier unten in Melonera sich aufhalten, wird natürlich auch viel geboten. Wie zum Beispiel hier gegenüberliegend die Geschäfte. Verschiedene Geschäfte, gehe ich einfach mal rüber. Ja, Autovermietung, hier ist alles da, also es ist wirklich alles auf den Touristen zugeschnitten. Da soll es an nichts fehlen. Das ist ja quasi der Boulevard Oasis. So heißt diese kleine Geschäftsstraße hier direkt hinter dem Costa Meloneras. Es gibt Bars, Restaurants. Schmuckgeschäfte, Schuhgeschäfte, alles, was das Herz begehrt. Das Costa Meloneras ist im Übrigen im Jahr 2000 eröffnet worden. Im Jahr 2000. Und dieses Hotel, was wir hier sehen, hier hinter, ist quasi ein Seitenflügel, der südliche Seitenflügel, heißt Baobab und ist im Jahr 2009 eröffnet worden, hat, glaube ich, 4.000 Betten. Riesig. Ja, jetzt sind hier einige Geschäfte noch zu, es ist relativ früh am Morgen, es ist 10 Uhr. Aber so schaut das Ganze hier hinten aus, ich zeige euch das mal so ein bisschen. Ja, sämtliche Modemarken hier vertreten, Boss und was weiß ich nicht alles. Im Übrigen, wenn ich im Video Hotels empfehle oder nenne, Marken nenne, kann ich euch sagen, das mache ich mit allen möglichen Marken und Hotels, wo ich der Auffassung bin, dass das erwähnenswert ist. Aber ein Sponsoring gibt es keines. Hinten auch eine ganz schöne Pizzeria, sitzt man ganz schön hier hinten. Ist natürlich noch recht ruhig, sind nicht so viele Leute da, es ist klar, es ist noch früher Morgen. Aber ganz hübsch gemacht, die Ecke, mit Blumen, finde ich schön. Ja, und hier gegenüber befindet sich, oder direkt neben dem Costa Meloneras oder sogar auf dem Gelände, befindet sich das Casino. Das Casino. Wer also im Urlaub ein bisschen Geld ausgeben möchte oder viel besser noch gewinnen möchte, ist da ganz gut aufgehoben, glaube ich. Ich selbst muss gestehen, war da, glaube ich, ein- oder zweimal drin. Und wir haben da, glaube ich, weiß ich gar nicht, mal am Roulette-Tisch 50 Euro eingesetzt, die natürlich auch weg waren. Von daher
bin ich nicht der unbedingt der Zocker. Ja? Also, aber wer möchte, warum nicht? Casino. So, und jetzt gehe ich hier mal weiter, da geht es dann zum Shopping Center Varadero. Das zeige ich euch auch noch mal. Ja, Mango, Guess, also all diese Marken, die man ja nun überall sieht, nicht nur auf Gran Canaria, auch in Deutschland und sonst wo. Ach, und da sieht man auch den Haupteingang sozusagen vom Baobab Hotel. Ja, wie gesagt, riesiges Hotel, 4000 Betten. So ein bisschen im afrikanischen Stil gemacht, es ist recht dunkel gehalten, innen ja, unaufdringlich. Von außen sieht es so ein bisschen aus, als würde da noch ein Gerüst dran stehen, ist aber nicht, ist so gewollt. Soll der Stil sein, ja? Okay, gehen wir weiter. Ja gut, wir sind jetzt im Juni, Mai, Juni sind eher ruhigere Monate auf Gran Canaria, wobei ich doch staune, wie viele Touristen da sind. Auch der September ist eher ein ruhigerer Monat. Hauptsaison ist ja Juli, August, da kommen viele, das wissen viele gar nicht, da kommen sehr, sehr viele Spanier hierher vom Festland, Familie mit Kindern und... Ja, und auch deutsche Familie mit Kindern natürlich, aus allen Herren Ländern. Also im August ist sehr, sehr viel los hier und auch im Juli. Ja, und der Winter ist natürlich unsere Hauptsaison, würde ich sagen, Juli, August und der Winter für die Nordeuropäer, würde ich sagen, für die... Skandinavier, für die Deutschen, Österreicher, Schweizer, Italiener, Franzosen ist der Winter natürlich die Hauptreisezeit. Denn unsere Ganzjahrestemperaturen liegen ja im Durchschnitt immer so bei 25 Grad, würde ich sagen. Im Winter aber nicht unter 20 Grad tagsüber. Also das habe ich ganz, ganz selten erlebt. Ich bin jetzt 15 Jahre auf der Insel und habe... Noch keinen Winter erlebt, wo die Tagestemperatur, würde ich sagen, unter 20 Grad war. Eher so 22, 23 Grad. Shopping Center Varadero. Ja, und oben gibt es noch Restaurationen, zum Beispiel das 90 Hole. Ein recht angesagter Laden, der ist umgezogen, der war zunächst am Boulevard Faro, vorne an der Promenade. Der ist umgezogen, ich vermute, das hängt auch so ein bisschen mit den unfassbar hohen Mieten zusammen. Und das hat auch, da hat auch Corona so ein bisschen dazu beigetragen. Die sind jetzt hier oben drin. Ja. So auch einen kleinen Einblick in das Shopping Center Varadero. Ja, und jetzt sind wir hier vorne vor dem K1 und dem Pinguino Sol an der Strandpromenade vor dem Varadero Shopping Center und genießen den schönen Sonntag gemeinsam mit einigen Touristen, die hier unterwegs sind. Es ist ja eigentlich die ruhigere Zeit jetzt, aber es sind doch schon einige Leute hier am Schlendern. Viele sind an der Playa, habe ich heute Morgen schon gesehen. Und ja, ist schon schön hier. Ja, hier links haben wir die Fundgrube. Die haben die vor, ich würde sagen, 3 Jahren neu gebaut. Das war vorher auch so ein etwas älterer Bau und zwar quasi wie der Supermarkt hier vorne. Ah,
Aber nach und nach wird hier alles schick gemacht auf Gran Canaria. Für mich sowieso einer der schönsten Plätze hier unten im Süden der Insel. Gefällt mir auch besser als Playa del Inglés, aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Ist auch vielleicht etwas neuer. Aber jeder hat so seine bevorzugte Lage auf Gran Canaria. Viele mögen auch Las Palmas sehr gern, ich ja auch. Aber hier unten im Süden ist Medonera schon sehr schön. Hier auf der rechten Seite haben wir die Punta Mujeres. Ja, das sind archäologische Ausgrabungen. Und hier haben wohl Siedler gelebt zwischen dem 17. und 15. Jahrhundert, so wie ich das gelesen habe. Und auf der linken Seite beginnt jetzt hier der Boulevard El Faro. Shopping Center mit verschiedenen Einkaufsläden, Klamottenläden, neuer Breitling-Store, da eröffnet sich gerade. War eine große Einweihungsparty vor ein paar Monaten. Das hatte ich mal gesehen, als ich vorbeigelaufen bin. Und die Restaurants richtig toll hier vorne. Also da kann man, glaube ich, jedes uneingeschränkt empfehlen. Ob es das Gran Italia ist hier vorne. Oder auch das Misbah der Inder. Auch sehr gut. Da ist für jeden etwas dabei. Ich denke mal, so die Preise für ein Hauptgericht liegen ja auch so um die 20 Euro. Muss man schon rechnen. Aber die Mieten für diese Lokale, das ist unfassbar teuer. Also ich glaube, ein Modul liegt sicherlich bei 6.000, 8.000 Euro. Und wenn man da 3, 4 Module hat, plus Angestellte, plus allem, was dazugehört, da kann man sich vorstellen, was da zusammenkommt, auch an Kosten. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Ja, richtig schön. Ja, linke Hand haben wir das Costa Meloneras. Das haben wir ja nun auch schon gesehen, den Haupteingang. Und ich werde jetzt gleich an den Strand gehen. Und hier tanzen sie beiden. Sind sie fertig. Ja, hier vorne ist noch ein Chinese auf der linken Seite. Ein Thai-Restaurant oder Chinese kann man auch ganz gut essen. Der ist etwas preiswerter. Auch à la carte und nicht nur Buffet. Ja, und wie ihr seht, das ist schon echt gepflegt hier unten in Meloneras. Auch ein tolles Lokal, wenn man ein bisschen Unterhaltung haben möchte zum Abendessen, Live-Musik und das ist richtig schön. Pita y Flautas heißt das. Tolles Lokal. Und ja. Ja, und relativ neu hier unten aus Starbucks. Ich bin nun kein Kaffeetrinker, aber man sieht, das ist voll. Und die Leute nehmen es an. Aber das ist ja, das ist halt auch eine Kette, wie überall eben auch. Ebenfalls zu empfehlen das Churrasco hier oben. Sie findet sich hier oberhalb. Sehr, sehr schönes Lokal. Mit tollem Meerblick. Da hatten wir mal Silvester gefeiert. Hat uns richtig gut gefallen.
Ja, wie ihr seht, der Leuchtturm, der ist gerade eingerüstet. Da wird das Licht oben, das Leuchtturmfeuer, sagt man, glaube ich, ja. Das Licht oben wird erneuert. Und ja, deswegen ist da ringsherum auch ein bisschen abgesperrt. Aber wir gehen da trotzdem mal lang. Ich zeige es euch. Ich finde es ja schön, dass auch investiert wird. Es passiert viel auf Gran Canaria. Man muss schon auch sagen, dass hier in den letzten Jahren noch hier und da Renovierungsstaus entstanden sind. Aber man versucht das zu beheben, man gibt sich Mühe. Und jetzt wird zum Beispiel die Markthalle erneuert in San Fernando. Ich glaube, über 3 Millionen Euro. In San Agustin ist viel passiert. Da hat man die Straße neu gemacht, die Promenade neu gemacht. Hier unten in Melonera ist im Übrigen auch, wo wir jetzt gerade laufen. Auch hier die Promenade hier vorne, die hellen Steine, die ihr da seht, das ist alles neu gemacht worden vor kurzem. Und es passiert schon eine ganze Menge. Manchmal nicht genug, aber das ist ja nun überall irgendwo das Gleiche auch. Ja? Aber ich bin schon halbwegs zufrieden. Wir hatten jetzt gerade Wahlen. Mal schauen, die PSOE, das ist zu vergleichen mit der SPD, die wurde nun abgewählt. Und schauen wir mal, wie es die anderen machen. Ja, finde ich auch eine tolle Location, habe auch mehrfach Silvester gefeiert, das Café del Mar. Bei Nacht sieht das noch schöner aus, dann ist es komplett beleuchtet hier unten. Ein Club, ein Beachclub, Restaurant, alles in einem mit Tanzfläche und richtig cool. Ich gehe mir hier hoch, weil da haben wir so einen schönen Blick auf den riesen Pool vom Costa Meloneras. Gigantische Poolanlage mit wirklich... Ah, die Leute gucken schon da unten, hoffentlich fühlen sich nicht gestört. Aber schaut euch mal diesen Pool an. Toll. Ja. Sehr schön. Und hier, wie gesagt, das Churrasco. Auch noch zu, öffnet am Abend. Ganz hübsch angelegt hier alles, würde ich sagen, mit den Pflanzen und bei Nacht, wie gesagt, richtig schön beleuchtet. Das Wasser, was ihr vorne seht, mit den Springbrunnen, das ist farblich ganz, ganz toll mit LEDs gemacht. Also ich finde das super. Wir können ja mal auf die Speisekarte schauen, aber auf die Preisliste. Was haben wir denn hier? Vorspeisen. Also iberischer Schinken, genau. 28 Euro Käseplatte mit Marmelade, 20 Euro, das ist schon ein bisschen was gehobener hier, gell? Jakobsmuscheln, Oktopus, Reis und Nudeln, Fisch. Ja, so ein Hauptgericht muss man so um die 20, 25 Euro schon rechnen, wie ich das hier sehe. Fleisch, was haben wir da? Rinderfilet mit gebratenem Gemüse, 27 Euro. Ja, es ist natürlich schon etwas teurer hier unten in Meloneras, wie ich schon gesagt habe. Aber es lohnt sich. Café del Mar. Clubrestaurant, Kabarett. Genau, die machen nämlich auch ja, Shows hier am Abend. Unterhaltungsshows. Leicht bekleidete mitunter Damen und Herren. Das animiert doch das Publikum. Aber es ist keine Stripper oder irgendwas dergleichen, um Gottes Willen, ja? Alles hochseriös. Ja, zwei meiner Lieblingscafés, hier vorne das Café de Paris und direkt daneben das Maximilians.
mag ich richtig gern. Gerade wenn man diese Eisbecher hier sieht. Nichts für meine Linie, aber ab und zu geht's ja mal. Und die Preise, naja gut, sie sind schon etwas höher, aber was haben wir, so ein Hawaii-Eisbecher, 8,25 Euro. Aber hier auch für 96 gibt es auch Sachen. Also halbwegs moderat. Gut, es gibt auch so ein bisschen Champagner, wer Champagner mag, ja? Da ist für jeden etwas dabei. Ja, natürlich fehlen hier auch die Luxusmarken, nicht den Meloneras, wie man sehen kann, Rolex, alle vertreten, Hublot. Da sind wir hier vor dem Saphir. Ich glaube, die haben zwei Linien, das Palmas meine ich auch. Aber naja, wer kauft sich schon jeden Tag eine Rolex? Mag Leute geben, ich gehöre ganz sicher nicht dazu. Auch sehr schön dieser Platz hier mit diesem kleinen, ja, was ist das? Springbrunnen ist ja nicht wirklich, oder? Fundgrube. Klingt sehr deutsch. Ich meine, es sind indische Eigentümer, aber die haben dann entsprechend ja, alle möglichen Marken und da kann man definitiv seriös einkaufen gehen. Weil man muss in manchen Läden schon aufpassen, kriegt man da originales Parfüm oder sind da vielleicht Fälschungen dabei. Das ist hier in der Fundgrube ganz sicher mal nicht der Fall. Zigaretten, Klamotten, alles dabei. Ja, hier haben wir schon andere Preise, wie ich das so sehe. 425 für eine Handtasche. Versace, viel mehr muss man glaube ich nicht sagen, das ist schon etwas teurer. Genève oder Geneve, wie auch immer, Breitling und Co. alle vertreten. Also wer hier so ein bisschen Geld ausgeben möchte, der kann das gerne tun hier auf Gran Canaria. Wir freuen uns darüber und im Übrigen auch. Das Kind hingefallen. Im Übrigen auch, wenn man noch eine Immobilie erwerben möchte. Ja, das ist ja klar. Also, ich habe immer meine Ohren offen, sollten Sie da Interesse haben. Was ist denn da los? Da ist irgendeine Veranstaltung, ich weiß nur nicht was. Haben Sie was aufgebaut hier auf dem Rasen? Darum ist der Rasen im Übrigen noch nicht ganz so gut derzeit. Da war auch vorher eine Handwerkermesse oder eher eine Künstlermesse, würde ich sagen. Also so künstlerisches Handwerk. Konnte man auch einkaufen. Und deswegen ist der Rasen nicht ganz so gut im Zustand, aber das wird sich auch relativ schnell wieder bessern.